Hallo und willkommen zu Skrym und Gnukorias Abenteuern. Zusammen mit Lydia sind wir seit einiger Zeit unterwegs und tja, wollten eigentlich die Legenden von Gaudel erledigen und sind dann da letzte Folge in das falsche Grab gegangen. Ja, und dann werden wir mal weitermachen, aber diesmal ins richtige Grab gehen. Und zwar hier auf dieser Insel hier. Zit. Oh, looks hier schön aus. Die schaut's hier schön aus. Very nice. Schrooms. Gimmons Hall. Genau, da müssen wir hin. Geiermunds Hall. Hall. So. Kein Loading Screen. No more loading screens. What's up with that? Unbelievable. Dann werden wir mal hier noch Dingens einwerfen. So, noch mehr Schrooms. Alles für unsere Alchemie-Gedönsung, die wir irgendwann mal machen. Irgendwann, wenn ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Und so lange wie Skyrim schon gibt, habe ich das noch nie gemacht. Und ja, vielleicht wird's ja was in dieser Serie. Ich habe eins gedrückt, nicht schwer da. Piu. Piu. Give me all the shrooms. Nom 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 nom. Oh, da sind noch mehr. Oh, was leuchtet denn hier so? Das tut weh in dem Auge. Wie scheint? Müssen wir hier runter, wa? Ich springe ja ungern ins Ungewisse. Oh. Da müssen wir auch gleich noch weiter taufen. Aber erstmal. Da müssen wir hin. Genau hinter uns. Okay, dann tauchen wir mal. Schauen wir mal, ob wir mit der Ausdauer auskommen, die wir haben. Okay, hier war bloß Loot. Okay, dann wieder zurück. Oh, ein Glück hat Lydia uns jetzt nicht weggeblockt. Wir wären hoffnungslos verreckt. Außer wir haben... Nee, wir haben keine Unterwasseratmung. Das wäre da natürlich sehr hilfreich gewesen. Oh, hello, Mr. Spider. Goodbye, Mr. Spider. Goodbye. Das ist aber hier... Da hat der Haushälter hier aber schon lange nichts mehr gemacht, oder? Eine Adeptentür. Ist da bestimmt eine Kiste hinter, oder was? No! Unsere Dietriche gehen auch wieder zur Neige. Dann müssen wir auch mal wieder welche kaufen. Soweit... Wunderschön. Wunderschönski. Schlossknacken 58. Hallo? Warum haben wir jetzt... Ah. Ein Trank und eine Lederrüstung, die wir wahrscheinlich nicht brauchen. Eisenschild. Wow. Das hat sich gelohnt. Ist irgendwo was in eine... Nee. In den Spinnweben sieht nicht so aus. Na okay, dann mal weiter. Nach dieser ernüchternden Kammer. Okay, das geht schon mal nicht. Was haben wir hier? Stahlplattenhandschuhe. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Lydia, wenn es geht, nicht in die Falle reingehen, weil hier ist alles
ziemlich voll. Respekt! So, was haben wir hier? Wal? Schlange? Adler, Wal. Wal, Schlange, Wal, Schlange, Adler, Wal. Oh, fuck. Jetzt bringen wir es zu Ende. Lydia, nicht schlafen. Walschlange. Also hier ist Wal, das stimmt schon. Ne, warte mal. Ja, wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt gemeint? Okay, wir werden den hier mal Adler machen. Dann kommt bei dem anderen, der auf dieser Seite ist, ein Wal hin. Also hier. Ein Wal. Und dann kommt auf dieser Seite Wal ist schon und hier eine Schlange hin. Oh. Huch. Das war diesmal mein eigener selber Schuld. So, dann werden wir uns jetzt aber heilen. Und dann sollte jetzt die Tür aufgehen wahrscheinlich, denke ich mal. Ich schätze mal, dafür war das ganze Gerätsel da. Aber wir gucken nochmal. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo anders. Irgendwie was. Vielleicht was wir übersehen haben. Aber ich denke mal, das war für den Schalter da. Ja. Jo. Dann mal weiter. Pilze! Die wir nicht anklicken können. Warum auch immer. Schums. Oh, hallo, Mr. Drager mit der Longsword. Das Skill, das Snipe. Boah, und zweimal daneben geschossen. Jesus Christ. Ruheloser Drager. Oh, wir haben schon 210 Ausdauer, dann würde ich es erleben. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen noch mal in Magicka rein. Ja, und wo stecken wir jetzt Punkte rein? Wie schaut's hier aus? Erst ab 70, okay. Schmiergo 30, da konnten wir auch noch nichts reinstecken. Zwei nicht, eine nicht. Schießkunst. Da haben wir 70. Oh, und kriegen Schnellschuss. 30% schneller gespannt. Boah. Imba-Skill mit unserem, also in Verbindung mit unserem Timeshout. Auf jeden Fall. Sehr imbast. Ja, komm, einfach mal mitnehmen. Wir können nachher noch ein paar Sachen rausschmeißen. Oh, das ist ein Pfeil? Ne, den Pfeil, da möchte ich. Droger. Lass uns mal hier noch mal kurz. Oh, Pilze. Njam, 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 njam. Mighty Mushrooms. Leder, Tränke. Shrooms, noch mehr Shrooms. Mann, Mann, Mann. Können wir bald Super Mario spielen? Hm? Oh, da oben ist noch jemand. Ich höre sein. Doch ziemlich. Ja. Merkwürdigen Atem. Okay. Und? Gefällt euch das? Nice. Quack hier. Bitte.
Fürst Gium und Erzmagier von Windhellen, oberster Kampfmagier von König Harald. Magier tot wie Leben dient uns. Haltet ewig eure Wacht. Meine Fresse, was ist hier los? Schützt das Reich mit diesen Siegeln von vor drei Verrätern und Zwietracht. Erzmagier Giermund. Das sieht aber eher aus wie eine Frau. Also ein weiblicher Trauger eigentlich. Na gut, sollte... Oh. Wieso ist der da gerade gespawnt erst? Aber hier geht es scheinbar weiter. Also werden wir hier noch nicht... Da sind noch Sachen zu looten. Sind wir überladen? Tatsache. Ich gebe euch Deckung. Ich hätte da was. Wie kann ich euch dienen, Tane? Haben wir wieder Drachenknochen drin, oder was? Nee. Irgendeinen anderen Ramsch? Oh, du bist auch schon wieder tierisch voll, Lüdi. Ich weiß zwar auch immer nicht, wie du das hinkriegst. Okay, das sollte jetzt erstmal wieder passen. Ihr geht vor, ich folge. Solltest du? Ich wollte da jetzt eigentlich nichts dran ändern. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Irgendwo war hier was, wo wir... Ja, genau da. Ist das ein Puzzle? Oder kommen wir da eh hin? Nee, da scheint irgendwie... Scheint irgendwie ein Puzzle zu sein. Kein Care. Oh! Shit. Wir sind schon wieder voll. Ah, das ist doch ärgerlich. Gnorki, Ausrüstung, Gewicht. Elfen, was haben wir hier? Ich denke mal, da könnten wir vielleicht von da oben runterspringen und dann da reinkommen. Gucken wir mal. Schauen wir erstmal hier hin, was hier so geht. Nichts, aber wir können schon mal weiter looten. Achso, hier findet nachher der Kampf statt. Der kommt da und spawnt dann hier und da ab und zu oder auch mal hier vorne. Und dann müssen wir ihn ja weglasern. Und er spawnt irgendwie Spiegelbilder, die auf uns schießen. Und es ist nur einer richtig und ja. Einen Moment. Oh, das hat wehgetan. Ein Sorry an die Headphone-User, die da jetzt wahrscheinlich ein kaputtes Trommelfell haben. Oh. Jesus Christ. Da tut's. Oh, ein bulliger Trauger. Bulliger Trauger? An den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Gab es die nur hier, oder was? Die hat auch irgendwie eine komische Rüstung an. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Was ist denn das für eine Rüstung? Sieht aber cool aus. Ob man die klauen kann mit Lockpicking, Taschendiebstahl 100? Das wäre interessant zu wissen. Das ist ein normaler Draugr. Hatten sich wohl gestritten oder was? Eine Meinungsverschiedenheit. Well, well, well. Ja, und nu? Oh!
Oh, ich habe erst gedacht, das wäre nur ein Flammenatmer. Das war ja ein Feuerball direkt. Jesus. Das hilft uns ja auch nicht wirklich, da die Brücke runterzukriegen. Ach, jetzt geht der schon wieder los. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Schon interessant. Very interesting. Ja. Was machen wir denn da, Lüdi? Irgendwie ein Hinweis? Nee, verwollte Eisenschild. Das wäre ja scheiße, wenn man hier bloß mit dem Wirbelwind-Sprint hinkommen würde. Speichern. Well, so nicht. Sah aber gut aus. Das ist ja bescheiden. Wenn in so einem... Obwohl, das ist ja... Ich würde es verstehen, wenn es in der Hauptquest-Reihe irgendwie so wäre. Aber doch nicht in... Macht nichts, oder? Ja gut, Lydia, dann muss ich hier wohl oder übel alleine weitermachen. Komisch, dass der Schalter nicht geht. Ja, roh. Ja, roh. Puh.
geht natürlich auch. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Schauen wir mal, ob das was bringt. Eigentlich nicht, weil... Oh doch, sie teleportiert sich hierher. Das ist ja sehr schön. Gut, Lydia. Gut gemacht. Hast du auch sehr schön den Wirbelwind-Sprint eingesetzt, um über den kleinen Absprung zu kommen. Absprung? Junge, ey. Deine Zunge weiß nicht, was das hin will. So, ja. Oh, wir kommen, glaube ich, auch von der falschen Seite. Kann das sein? Huch. Ich glaube, wir hätten von hier kommen müssen eigentlich. Nee, geht nicht. Okay, ja, F5. So, Lydia? Komm her. Bin immer noch da. Ihr müsst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Und zwar... Gut, verstanden. Sonst noch etwas? Ey, achso, ich hätte das nicht abbrechen dürfen, okay. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Das triggert nicht. Gut, verstanden. Boah, was ist denn das für ein Scheiß? Das finde ich jetzt aber uncool. Gut, verstanden. Boah. Verstanden. Oh. Jetzt der Schrei hin. Hallo? Wie sind die Schreie weg? Oh. Ah. So, und er ist nur es ist nur einer richtig hier, die anderen, das sind alles Kopien. Oh, was war das? Hallo? Alle drei können Shots machen, soweit ich weiß. Machst du auch mal was, Lydia? Und das war's. Jetzt öffnet sich da was. Da hinten. Und dann können wir weitergehen. Aber erstmal looten hier, ne? Und das nächste Fragmento. Oh, und ein rarer Bogen. Glaube ich? Ne, nur normaler Wurm. Hm. Füge das Chamulier zusammen. Oh, der tanzende Pfeil. Cool. Lydia! Ach, du bist ja auch voll. Bringt ja auch nichts. Boah, was der für ein Splash verursacht, der Pfeil da. Okay, dann müssen wir hier noch irgendwie was weghauen. Na gut, die Nordäxte können weg. Der alte Nordbogen, nee, Ding, ne. Nordschwerter, ja. Ah. Oh, Pilze. Schrooms. Schrooms. So, naja. Ja. Machen wir mal weiter, oh ne, Schrooms. Pfeile.
Oder Pfeil? Pfeil? Schrooms? Schrooms? Ist nichts weiter drin. Oh nee, da sind noch mehr Schrooms. Achso, Lydia, du kannst. Wir brechen auf. Folg mir. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das will ich auch hoffen. So, das hätten, glaube ich, noch Gift, ne? Ja, okay. Hier haben wir noch zwei Pötte. Ein Gift. Achso, wir sollen das Amulett zusammenfügen, fällt mir gerade ein. Dann fügen wir mal. Das ist auch scheiße. Jetzt habe ich hier schon 4 Talos-Teile und die wiegen alle eine Einheit. Total nervig. Nanu? Ach, da. Mhm. Ach, ich muss sie wahrscheinlich irgendwo anders zusammensetzen. Nicht hier. Und da fällt mir ein, ich habe mir den Bogen noch gar nicht angeguckt, den ich da eingesammelt habe. Goldes Schwarzbogen. 46 Damage, ja? Das, wie viel hat meiner? 47 hatte der, glaube ich, oder? Ne, 43. Und ist nicht aufgeladen. Na, das müssen wir dann auch mal fix gleich machen. Verzauberung auf 52. Jo, kriegen wir denn hier noch einen Boss-Loot? Obwohl ja meine Taschen eh komplett voll sind. Ein Skillpunkt. Potions. Worte der Philosophie. Zweihand. Aha. Der Loot hier ist ja überwältigend. Oh, aber Perlen. Wahnsinn. Und was haben wir hier? Die Triche, okay. Ebenerzstiefel der großen Ausdauer. Ja. Was hast du für Schuhe an? Ach so, die gravierten. Ach. Scheiß drauf. 5. So. Hier sollte ja jetzt eigentlich nichts mehr an Gegnern sein. Und da werden wir dann mal. Können wir die dann noch looten, bitte? Nee, dann nicht. Looten wir halt die. Und die. Und die und die und die und die. So, und dann sind wir wieder am Anfang. Hatten wir den gelootet? Verlorene Legenden, ja, das ist das mit dem roten Adler. Also hätte man hier die Quest auch starten können mit dem roten Adler. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück nach Weißlauf, packen den ganzen Kram weg und werden uns dann auf den in der nächsten Folge um den nächsten Kram kümmern. Beziehungsweise um den abschließenden Teil dieser Questreihe. Also, Weißlauf, wir kommen. Und, ja. Tüdelülü. Hat jetzt auch knapp eine halbe Stunde gedauert. Ja, geht eigentlich. Geht. Oh, no, no, no. Oh, das ist ja doof, wenn hier, was ist er denn hier? Kampfgeborener. Nö. Eisenpanzerhandschuhe, okay. Gewetztes altes Nordschwert. Stahlfeil, nein. Schuppenarmschäden. Stahlplattenhandschuhe. Zwergenpanzerhandschuhe. Zwergenstreitkolben. Ach so, wir können hier die Pickaxe nicht zerlegen, weil das eine magische Pickaxe ist. Also, die hat Verzauberung drauf. Und ich glaube, wir können solche Items erst zerlegen, wenn wir auch dort den Schmiedepunkt drin haben für verbesserte Gegenstände. Den können wir verbessern. Na, die kosten so schon genug. Da müssen wir nichts verbessern. Was sieht jetzt hier aus? Da haben wir keine Mats. Okay. Schwump, schwump. Und da jetzt irgendwie auch gar keiner da ist und ich keinen Bock auf Warten habe, werden wir den ganzen Ramsch einfach wegpacken.
Ach siehst du, und ich darf dann auch nicht vergessen, Lydia leer zu machen, weil die ist ja auch schon scheinbar wieder extrem überladen. Vielleicht sollte ich mal gucken und ihr Equip geben, dass ihre... sag schnell... Tragfähigkeit erhöht. Ich weiß aber gar nicht, ob das was bringt bei, oh, bei Begleitern. Da habe ich aus Versehen Pilzroh gegessen. So, Rohstoffe. Amethysten, Grundbar. Ohne die. Was nur noch 7? Oh, das ist nicht viel. Eisenbahn. Drachenklau kommt da nicht rein. Gold, Granit. Granatstein. Granitstein, ja. Lederstreifen. Leder haben wir auch noch nicht so sonderlich viel. Und da brauchen wir eigentlich auch eine Menge von. Saphir, Silberbarren, Smaragd, Stahlbarren. Silberzahn, Malachit. Warum hat Malachit nicht eigentlich einen Edelstein? Bam. Bam, chicka, bam, bam. So, hier kommt rein. Die Questobjekte können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Das ist jetzt schon die zweite Klaue, die wir nicht... Oh, da fällt mir gerade ein. Shit. Wir wurden ja mal jetzt schon öfters festgenommen, mussten ein Diebesgut abgeben. Kacke. Ich habe keine Ahnung, wo die goldene Klaue ist. In welcher Stadt. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich ein Problem. Na gut, man kann sie eh nicht mehr benutzen, aber... Oder braucht sie eh nicht mehr, aber trotzdem. 43, 43, okay. Kriegsachs. Ah, 46 ist ja eigentlich geil, ne? Aber kein... Oh, halt, warte mal, das sind ja Unique-Sachen eigentlich. Die sollten wir denn vielleicht, in die andere Kiste packen. Das wäre vielleicht... Ja, werden wir das mal machen. Geh, Gaude, Schwarzbogen. Komm mal zurück hier. Ihr kommt hier mit rein. Halt. Gewicht. Okay, da ist wieder alles in Ordnung. Oder sind auch mehr Bolzen mit bei? Ne. Rüstung. Oh. Beschwörung. Große Beschwörung. Ausdauer. Schild. Die brauchen wir. Lederrüstung. Lederstiefel. Wiederherstellung. Also ein Schwert. Schwarzer Silberring. Und das bleibt mit dabei. 97? Oh, ja, wir haben dann ganzen. Oh, ja, wir haben da noch ein bisschen. So, Tränke machen wir jetzt auch. Versuche ich immer dran zu denken, hier rein zu machen. Alter Schwede. Unsichtbarkeit brauche ich nicht. Krankheitsheilung ist immer gut. Veränderung brauchen wir nicht. Wasseratmung brauche ich nicht. Ich hoffe es, dass ich sie nicht brauche. So, und dann können wir hier noch das Einbalsamierungswerkzeug reinpacken. Sind wir bei 89. Naja gut, die Seelensteine, die wiegen auch alle noch ein bisschen. Hier sind auch noch ein paar Tränke mehr. Also. Und die Rollen, die könnten wir noch wegpacken. Das sind auch noch zusammen nochmal 1,5. Zack. Achso, Lydia wollte ich noch leer räumen. Komm mal her. Bin immer noch da. Du hast ja auch noch ein bisschen viel Rotz im Inventar. Ich stehe zu eurer Verfügung. So. Ach nee, nee, nicht wir. Sie. So, denn. Nordbogen, okay. Den Dolch brauchst du nicht. Den Dolch brauchst du auch nicht. So. 19, 20. Sie sollte eigentlich den Hammer benutzen. Da hat sie ein Schild. Ich glaube, ein Schild hat sie, ne? Ja, ein Ebenerzschild. Okay, wieso ist die so voll? Die hat da nichts drin. Verstehe ich nicht. Geht ihr voran? Vielleicht sind die Rüstungen zu derbe für sie? Ich weiß halt gar nicht. Ich habe mich da auch noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt, was die tragen sollten. Passt. Ist ja eigenartig. Vielleicht sollten wir doch mal versuchen, so eine Trage-Gedöns-Verzauberung zu geben. Okay.
dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!